Name? Gut. Also ich wünsche einen wunderschönen guten Abend noch an alle, dass ihr wieder so zahlreich dabei seid. Vor allen Dingen diejenigen, die das auch schon ein Vielfaches gehört haben. Aber ich sage grundsätzlich, es schadet nichts, wenn man diese faszinierenden Infos immer wieder bekommt. Dann tut man sich auch leichter, darüber zu berichten, wenn man das dem einen oder anderen als Chance anbieten möchte. Wer mich noch nicht kennt hier im Raum, mein Name ist Rosemarie Kirner. Ich bin seit Mitte letzten Jahres bei Skyway dabei als Investorin und das mit einer Begeisterung von Anfang an. Und das war auch der Grund, warum ich angefangen habe oder ich mich angeboten habe, hier diese Webinare, die damals wirklich nur auf Russisch stattfanden, in deutscher Sprache zu übernehmen. Es ist einfach diese Faszination dieser Technologie, die ich Ihnen heute feststellen darf, die ich Ihnen heute vorstellen darf, Entschuldigung. Ich komme aus dem nördlichen Teil von Bayern, wie die viele vielleicht schon an meinem Akzent oder an meiner Sprache erkennen können. Aber ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem. Sehr herzlich willkommen zu unserem Webinar Skyway, die Hightech-Seitentechnologie aus, ja, Weißrussland. Diese innovative Transporttechnologie darf ich Ihnen heute etwas näher vorstellen. Und zwar erst stelle ich Ihnen vor den Gründer, dann die Vorteile, warum diese Technologie trotz den vielen Technologien, die es schon gibt, besonders interessant ist. Dann erzähle ich natürlich etwas über die Technologie selbst, die Verkehrsmittel, den Öko-Technopark. Das ist ja ein Projekt, das wir im Moment über Crowdfunding finanziell unterstützen dürfen. Dann die Vermarktung, die Projekte und Bestellungen. Und zum Schluss, falls noch Fragen offen sind, darf man auch hier gerne Fragen stellen. Zum Gründer oder Wissenschaftler, ja, Anatoli Eduardowitsch Junitski. Man sieht ihn hier im Bild, eine staatliche Persönlichkeit, eine Besonderheit, meiner Meinung nach ein Genie, der an diese Technologie, die Sie heute kennenlernen dürfen, bereits seit fast 40 Jahren arbeitet. Er hat auch ein Buch geschrieben vor vielen, vielen Jahren, das hält er hier in der Hand. Damals ging es aber um Spaceway. Auch Spaceway ist mittlerweile schon interessant geworden und da gibt es schon Gespräche im Zusammenhang mit Amerika, habe ich mir sagen lassen, weil auch die schon drauf gekommen sind, dass es viel sinnvoller wäre, unsere Erde zu schützen und den Transport ins All hinaus zu transportieren. Und das war auch seine Vision und das beschreibt er auch in diesem Buch, das er hier in der Hand hält. Und soweit ich weiß, kann man das auch über Amazon beziehen. Wer ist Anatoli Eduardowitsch Junitski? Er ist der Autor von 140 Erfindungen, wobei 30 seiner Erfindungen bereits umgesetzt wurden in der ehemaligen UdSSR mit einem hohen wirtschaftlichen Nutzen, nämlich von 100 Millionen Rubel. Er ist der Verfasser von 18 wissenschaftlichen Monographien, sind einfach wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit einem Gegenstand befassen. Und er ist der Verfasser von mehr als 200 wissenschaftlichen Arbeiten. Und er ist das Mitglied des Bundesverbandes der UdSSR Astronautics. Und aus dieser Zeit kommt auch seine Idee eben von Spaceway, dass wir jetzt in abgespeckter Version, nämlich Skyway, vorstellen dürfen. Und Skyway soll eigentlich den nächsten Schritt Spaceway finanzieren, die Erträge daraus. Übrigens habe ich mittlerweile die Informationen von unserem Tom bekommen. Das Buch kostet 96 Euro, wen es interessiert. So, er ist dann zudem Mitglied der Russischen Öffentlichen Akademie der Naturwissenschaften seit 2000 und natürlich der Erfinder dieser grandiosen Technologie, die ich Ihnen heute vorstellen darf, nämlich der Skyway String Transporttechnologie. Ja, wie gesagt, er ist für mich ein Visionär. Warum? Um diese Sache hier, um dieses Zertifikat, um diese Bestätigung oder Anerkennung des Transportministeriums von Russland hat Junitski 15 Jahre gekämpft und hat letztes Jahr dann im März
dieses Schreiben in die Hand bekommen, nämlich die Anerkennung als innovative und einsatzbereite Technologie. Forschung, wie gesagt, bereits seit fast 40 Jahren. Rechts im Bild sehen wir einige seiner Patente und Auszeichnungen, die ich natürlich nicht im Einzelnen hier vorstellen möchte, sondern ich konzentriere mich auf den nächsten Punkt, nämlich auf die Skyway-Vorteile und den wirtschaftlichen Nutzen. Was ist Skyway? Warum ist es für uns so interessant, obwohl es doch schon so viele Möglichkeiten gibt im Transport, sprich Zug, Eisenbahn, Flugzeuge, Autos, Busse, U-Bahn, was weiß ich, was es noch alles so gibt. Skyway ist ein modernes, vor allem ökologisches, ein angepasstes und auch sicheres Transportsystem auf der zweiten Ebene. Das heißt, es befindet sich nicht auf der Erde, sondern oben auf einem speziellen konstruierten Stringstruktursystem auf der zweiten Ebene in einer Höhe von 15 bis 30 Metern, innerorts mehr auf 6 bis 10 Metern, je nach Bedarf. Das Interessante daran ist, dass man kann das Ganze auch multipel nutzen. Das heißt, man kann in diese Stringstrukturen auch noch zum Beispiel Strom, Internet oder Telefonkabel mit einbauen, sodass man auch diese Kabel nicht mehr in die Erde legen muss, keine Aufputtelarbeiten mehr, sage ich mehr, keine unnötigen Kosten für Aufgrabarbeiten und so weiter. Man kann das alles eben gerade vor allem interessant auch außerorts, aber auch innerorts, wenn vielleicht schon ein Straßensystem vorhanden ist, kann man das gut integrieren. Man sieht hier schon einige Bilder davon, wie das aussieht. So, jetzt komme ich zu den Vorteilen dieser Technologie im Einzelnen. In erster Linie natürlich die Verkehrssicherheit. Wir sehen jeweils bei den einzelnen Faktoren hier diesen grauen Balken, wo die Vergleiche da sind, zum Beispiel mit der Eisenbahn, orange, mit Kraftfahrzeugen, das heißt den Autos. Das ist der dritte Faktor, Einschienenbahn, aber auch Magnetschwebebahn. Anfangs, als ich dazu kam, hat man immer wieder den Vergleich gebracht, ja, es gibt doch schon die Magnetschwebebahn, hat das hier Ähnlichkeiten? Ich muss ganz klar sagen, nein. Außer, dass es in der Luft ist, nein. Und da sieht man auch ganz deutlich dann bei den Vergleichen in Bezug auf Sicherheit, Kosten und so weiter. Nun zum Thema Verkehrssicherheit, warum ist dieses System so sicher? Einerseits natürlich, es befindet sich auf der zweiten Ebene. Dadurch wird die Kollisionsgefahr schon mal ausgeschlossen mit anderen Verkehrsteilnehmern, sprich Autos, Omnibussen, Straßenbahnen, Fußgängern, Fahrrädern und so weiter. Wenn man bedenkt, dass es 1,24 Millionen Verkehrstote weltweit gibt, dann ist das natürlich schon sehr drastisch und sicher ein wichtiger Vorteil. Und die Zunahme, man sieht es hier, wird mit 50% gerechnet bis ins Jahr 2020. Warum? Heute fährt jeder Auto, jeder junge Mensch, was früher nicht der Fall war, hat heute ein Auto. Immer schneller werden die Fahrzeuge und die Gefahren umso größer. Also das zum Thema Kollisionsgefahr. Dann haben diese Fahrzeuge eine hohe Stabilität, bedingt auf der einen Seite durch das Anti-Entgleissystem, da hören wir heute noch was dazu, und durch die Einzelradfederung. Und natürlich, was auch nicht von der Hand zu weisen ist, Entschuldigung, einen hohen Schutz vor Überschwemmungen, Stürmen und so weiter. Bei Stürmen besonders eben durch das Anti-Entgleissystem. Überschwemmungen, ganz klar, in der Luft tut die Überschwemmung gar nichts. Wenn ich dran denke, bei Passau, wenn da immer die Flüsse oder Regensburg, wenn die Flüsse übergehen, dann schwimmen plötzlich die Autos im Wasser. Das kann natürlich mit der Skyway-Bahn schwerlich passieren. Ein weiterer ganz, ganz wichtiger Faktor ist natürlich die Umweltfreundlichkeit dieser Transporttechnologie. Wir sehen es hier ganz, ganz deutlich mit 100% im Vorteil, auch zum Vergleich zur Einschienenbahn. Magnetbahn zum Beispiel hat einen ganz riesigen Nachteil, weil die Strahlen, alles was unten drunter wächst oder sich bewegt, würde verstrahlt, könnten jetzt hier keine Tiere drunter grasen, keine Felder könnten drunter gebaut sein. Ein riesen Nachteil der Magnetschwebebahn jetzt in Bezug auf Umweltfreundlichkeit. Dann bedingt durch dieses Schienensystem haben wir keine Störungen bei Tierwanderungen, niedriger Energiebedarf, das ist ganz, ganz maßgeblich, da komme ich dann noch dazu bei den Beispielen. Aber nur eins hier, würde man die Bahn hier mit Elektrizität betreiben,
dann bräuchte man 9,2 Kilowatt. Das ist schon drastisch weniger im Vergleich. Zum Beispiel würde man die gleiche Menge, das gleiche Gewicht mit Reifen oder Pneumatiktechnologie vorwärts bewegen, würde man 1100 Kilowatt benötigen. Also hier ein maßgeblicher Unterschied. Dann keine Eingriffe in den Grundwasserspiegel, ganz klar. Die Pfeiler brauchen bei weitem nicht so viel Platz wie zum Beispiel eine Straße, ein Schienensystem. Kein Abgas, keine Tausalze und auch kein Reifenabrieb. Das spricht für sich. So, ein weiterer Faktor ist der Komfort, die Behaglichkeit. Auch hier sehen wir wieder weit abgeschlagen, selbst zu den anderen Schienensystemen mit 100%. Warum? Die Schiene ist extrem eben, auch bei den Verknüpfungspunkten, wo sie verschweißt sind. Das wird alles ganz glatt abgeschliffen, sodass es keine Übergänge gibt. Und das führt natürlich einerseits eben zu, dass das Ganze sehr leise ist, ein geringes Fahrgeräusch, aber natürlich auch zu den Punkten niedriger Energiebedarf. Keine Wartezeiten, Tür von Tür. Tür zu Tür soll das sein. Das heißt, das wird in diesen Türmen, wo umgestiegen wird, werden wir noch sehen, wird einfach der Fahrstuhl benutzt und dann geht es in eine andere Richtung. Es gibt keine Kreuzungen, nur Kurvenelemente, keine Stopps, also durch Kreuzungen oder wieder anfahren. All das ist hier bei diesem Stringschienensystem nicht erforderlich. So, und zu den Baukosten, da sehen wir, da haben wir eigentlich den riesigsten Vorteil überhaupt. Gut, das Eisenbahnsystem ist noch relativ gut dabei mit den doppelten Kosten, aber trotzdem, ob es jetzt 100 Millionen oder 200 Millionen kostet, ist schon ein Riesenvorteil, würde ich sagen. Aber auch die Straße hier, das Vierfache zur Skywaybahn und ganz maßgeblich hier die Magnetbahn mit dem 18-fachen. Warum? Wenig Flächenbedarf. Ganz klar, durch die Pfeiler brauchen nicht viel Platz. Geringe Kosten für Erdarbeiten, auch ganz klar. Man hat keine Erdaufschüttungen, man braucht keine Straßen bauen. Dann wesentlich geringerer Stahlbedarf und Stahlbetonbedarf im Vergleich zu anderen Schienensystemen. Und dann kommt noch dazu die Betriebskosten. Ich habe ja schon erwähnt, extrem niedrig im Strom. Bedarf im Elektrizitätsbedarf, das wird auch der Hauptfaktor sein, der Hauptnutzungsfaktor für die Fortbewegung. Und da nutzt man hauptsächlich eben erneuerbare Energien, sprich Windkraft, wenn es sehr windig ist, Sonnenenergie, wenn es sehr warm ist, vielleicht auch Wasserkraft, was es halt so gibt. Hauptsächlich eben erneuerbare Energien, aber man kann in die Fahrzeuge vielleicht für den einen oder anderen auch interessant multiple einbauen. Das heißt, man kann Batteriesysteme einbauen, man kann Dieselmotoren, Benzinmotoren, man kann Elektrizität einbauen, alles, was es gibt, verschiedene Systeme in einem Fahrzeug. Dann spielt natürlich eine wichtige Rolle auch bei den Betriebskosten. Die Allwettertauglichkeit, das heißt, wir haben keine Ausfälle durch Wetter, es kann immer vorwärts bewegt werden. Dann die automatischen Steuerungssysteme, komme ich noch dazu, bedienarmes System, das heißt, erstens automatisch gesteuert und zweitens mal kein Mensch notwendig, der auch bezahlt werden muss. Und was auch nicht unerheblich ist, die Fahrzeuge können hohe Geschwindigkeiten zurücklegen, was natürlich Zeit und somit auch Geld spart. Und alles in allem führt dann natürlich zu einer hohen Rentabilität. Man spricht von einer Amortisationszeit von 3 bis 5 Jahren. Sowas gab es bisher tatsächlich noch nie. So, ja, und wo kann diese Technologie angewandt werden und was ist das Besondere an der Technologie? Erstmal zur Technologie selber. Wir schauen uns als allererstes mal die Schiene an. Wir sehen es hier links im Bild unten, einen Querschnitt, wenn auch nicht sehr groß. Und wir werden es dann noch etwas größer sehen. Hier in der Mitte haben wir ein Bündel extrem vorgespannter Stahldrähte, den sogenannten String. Dieser ist umgeben von einem Befestigungselement und dieses ist wiederum hier in diesem Schienengehäuse befestigt. Und hier dies, was Sie hier sehen, diese Grobkörnung, das ist Spezialbeton. Und obendrauf ist zum Beispiel hier bei dieser Hochbahnschiene
Man sieht ganz deutlich auch diese Glattheit, eben diese Stahlkopfschiene. Zum Benzin möchte ich noch, zum Benzin, Entschuldigung, zum Beton, Spezialbeton möchte ich noch ein bisschen was sagen. Dieser Spezialbeton hat eine besondere Körnung, ist auch ein Geheimrezept von ja, Skyway. Und zwar hat er eine wichtige Funktion. Einerseits natürlich die Stabilisierung dieser Schiene, ganz klar, aber auch den Lärmschutz. Wir wissen ja, Stahl, wenn man dagegen klopft, das schwingt nach. Und diese Schwingung, die ist ziemlich heftig und ziemlich laut. Und diese Schwingung kann man eben durch diese spezielle Körnung dieses Betons maßgeblich reduzieren, sodass das Ganze extrem leise wird, also bedingt jetzt auch in Bezug auf Stahl. Also wichtiger Faktor Lärm, aber natürlich auch die, ja, die Festigkeit der Schiene an sich. Und bei, wenn wir uns das Ganze jetzt rechts ansehen, wir haben jetzt hier drei verschiedene Stringschienenmodelle. Und ich beginne diesmal unten. Das ist die starre Konstruktion. Da sehen wir eben auch links diesen Querschnitt davon. In dieser starren Konstruktion, wie gesagt, kann man auch diese Kommunikationsleitungen mit integrieren. Und zwar werden die hier in diesen Beton mit eingelegt. Und hier kann man auch bis zu 500 Stundenkilometer zurücklegen. Hier links im Bild sehen wir noch die Aufhängemöglichkeiten. Jetzt mag er wieder nicht. Mein Pfeil. Wie immer. Sobald ich ihn auslasse, mag er mich nicht mehr. So, hier zum Beispiel die Hochbahnschiene, hier das Hängemodell. Dann haben wir noch die halbstarre, schnittfreie Stringschienenstruktur. Die hier kann man 150 Stundenkilometer zurücklegen. Das ist zum Beispiel dieses Hängebrückenmodell. Das sehen wir heute noch. Und dann haben wir noch die flexible, schnittfreie Stringschienenstruktur. Das wird zum Beispiel ähnlich wie bei einer Seilbahn im Gebirge genutzt. Nur ist es kein Seil, sondern eben eine Schiene. Und wie gesagt, hier hat man ein Modell gemacht, eine Berechnung, eine Formel erstellt. Wenn man auf der Schiene sich vorwärts bewegt mit einer Geschwindigkeit von 450 Stundenkilometern bei 5000 Kilo, das heißt 5 Tonnen, dann braucht man bei dieser Technologie Elektrizität gerade mal 9,2 Kilowatt. Im Vergleich würde man das mit LKW zum Beispiel schaffen überhaupt, dann bräuchte man 1100 Kilowatt. Also das ist ein Vielfaches mehr. So. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Faktor, der natürlich eine wichtige Rolle spielt in Bezug auf Energieersparnis, aber auch in Bezug auf Lärm, nämlich die Aerodynamik. Was ist das Besondere an dieser Aerodynamik? Wenn man hier diese Formel sieht, 0,05. Ein Rallye-Fahrzeug hätte hier einen Windwiderstand von 0,3 bis 0,4. Und die sollten ja eigentlich schon einen geringen Windwiderstand haben. Dann nehmen wir den Intercity. Der hat einen Windwiderstand von 0,2. Und hier bei der Skyway-Bahn haben wir einen Windwiderstand von 0,05. Sie können sich vorstellen, dass das natürlich auf der einen Seite Lärm einspart, aber natürlich auch Energiekosten. Weil wenn man das Ganze mal hochrechnen würde, dann spart das natürlich enorm an Energiekosten, wenn man das Ganze auf das Jahr eben hochrechnet. So, und hier haben wir noch ein weiteres Beispiel, wie man Energiekosten sparen kann. Nämlich hier kann man komplett ohne Energie fahren, nämlich auf einer Distanz von 500 bis 2000 Meter ist das möglich. Man kann hier dieses Hängebrückenmodell nutzen. Das heißt, man nutzt einfach die Gravitation aus, das heißt die Erdanziehung, indem man die Fahrzeuge nach unten bewegt, mit einem Höhenunterschied von 50 Metern, eine Geschwindigkeit von 113,8 Kilometer bei dieser Entfernung von 1000 Metern, bräuchte man null Energie nach unten, aber auch null Energie, nämlich auch keine Bremsleistung, um hier zum Turm wieder nach oben zu kommen. Das ist genau berechnet. Man kann das genau berechnen, eben bei Distanzen von 500 Metern bis 2 Kilometern, dass man tatsächlich diese Geschwindigkeiten fahren kann, ohne auch nur eine geringfügige Energie zu bedürfen. Und das ist einzigartig. Das gab es, glaube ich, mal noch
Kaum. Also ich wüsste jetzt zumindest nichts. So, und jetzt kommen wir zu diesem Anti-Entgleis-System, das natürlich auch eine wichtige Rolle spielt für unsere Sicherheit. Was bedeutet das? Wir sehen hier, wo mein Pfeil ist, der jetzt schon wieder mal nicht mag, aber ist egal. Wo mein Pfeil ist, sehen wir hier dieses Rad seitlich mitlaufen. Wir sehen aber auch oben nochmal das Rad selber, das hier extrem glatt auf dieser Schiene aufliegt. Keine Bewegung nach links oder rechts möglich. Es ist sehr breit auch. So, dieses Anti-Entgleissystem dient dazu, wenn das Ganze jetzt zum Beispiel durch einen Sturm kippen würde. Das heißt, der würde so extrem gegen dieses Fahrzeug blasen, dass das Ganze, ja, ich sage jetzt mal, kippen würde und würde um 180 Grad nach unten kippen, dann würde es dank dieses Anti-Entgleissystems nicht entgleisen. Und dieses Rad habe ich ganz besonders eben erwähnt, weil das spielt auch eine wichtige Rolle im Bezug auf Lärm natürlich, weil beim Eisenbahnrad, das sehen wir uns jetzt auf der nächsten Seite an, hier dieses Eisenbahnrad, hier hat zum Beispiel links und rechts einen kleinen Zwischenraum. Und dieser Zwischenraum sorgt dafür, dass wenn der Zug zum Beispiel bremst oder losfährt, dass es quietscht oder dass es etwas ruckelt. Hier bei der Schiene, bei der Skywaybahn, ist absolut kein Zwischenraum dazwischen. Es liegt ganz glatt auf und dadurch haben wir natürlich kein Quietschen, kein Ruckeln. Führt einerseits natürlich zu geringerem Lärm, nämlich fast gar keinen. Andererseits natürlich auch wichtig, es gibt keine Abnutzung. Bei der Eisenbahn nutzt sich das natürlich durch das ständige Hin- und Herbewegen mit der Zeit ab. Hier wesentlich weniger. Man spricht davon, dass dieses Schienensystem 50 bis 100 Jahre ohne irgendwelche Erneuerung aushalten soll. Wie es tatsächlich wird, wissen wir natürlich heute noch nicht. Aber ich kann es mir gut vorstellen, weil natürlich hier ganz andere Bedingungen sind. Wir sehen hier nochmal das Rad schön hier ganz breit und das hier auch aufgegliedert in seine Einzelteile, muss ich nicht wissen, bin kein Ingenieur, aber eben diese breite Schiene liegt eben hier ganz eben auf und das Besondere hier an diesem Rad ist auch noch, und das ist auch patentiert und wird auch nicht aus der Hand gegeben von Junitzki, es enthält die Motorisierung. Das heißt, die Bahnen haben kein Getriebe, wie wir es kennen, zum Beispiel von der Eisenbahn, vom LKW, von Straßenbahn, Auto, was weiß ich, sondern die Motorisierung befindet sich hier in diesem Rad und das ist wiederum ein weiterer Faktor, dass dieses Bahnsystem, diese Schienenfahrzeuge extrem leise fortbewegt werden. Man spricht davon, das soll so sein wie das Rauschen eines Blätterwaldes. Weil das ja auch immer wieder gefragt wird, wenn die Bahnen da über meinen Kopf hinwegfahren, ist es nicht recht laut. Also erfahrungsgemäß ist es sowieso in der Luft nicht so laut wie unten, aber wie gesagt, hier viele Faktoren, die hier auch reinspielen, damit das grundsätzlich schon wesentlich reduziert wird. Und was natürlich auch noch ein Faktor ist, ich habe schon erwähnt, wir brauchen keine Menschen zum Steuern, das Ganze ist alles automatisch computergesteuert und man nutzt zusätzlich noch Stereokamera, Laserstreckenmessgeräte, Radar, was auch immer es so gibt, um Distanzen zu messen. Das hat den Vorteil, dass man diese Fahrzeuge tatsächlich in einem Abstand von 2 Sekunden vorwärts bewegen kann. Also ich kann eine Bahn nach der anderen starten, nur mit einem Abstand von 2 Sekunden. Weil das Ganze eben gesteuert ist, automatisch spielt der Mensch keine Rolle, der irgendwelche Fehler machen kann. Und man nutzt hier wirklich auch das, was schon vorhanden ist und ja auch schon gut ist, hier auch bei dieser Skywaybahn aus. Und wie gesagt, der Mensch ist ja auch nicht nur ein Risikofaktor, sondern natürlich auch ein Kostenfaktor im Transport. Sei es jetzt natürlich im Transport beim Cargosystem, beim Frachtsystem, wenn ich keine LKWs mehr fahren muss, brauche ich keine LKW-Fahrer, aber natürlich auch im Schienen-, im Zugsystem. So, wo kann ich diese Technologie einsetzen? Ja, vielfältige Möglichkeiten, wie bisher auch schon im Grunde in allen Bereichen.
Hier haben wir die Beispiele im Gütertransport, nämlich was kann ich transportieren? Natürlich Schüttgut, Eisenerz, Baustoffe, Kohle, was auch immer geschüttet wird. Containertransport, das heißt eben diese Container, die dann mit Gabelstapler beladen werden. Transport von besonderen Gütern, zum Beispiel Müll, oder sogar gefährliche, Güter, die ja bisher oft dann auf den Straßen für Aufregung sorgten. Dann Stückgutbeförderung, zum Beispiel Baumstämme, Walzstahl und so weiter. Beförderung von Flüssiggütern. Hier kann man natürlich Milch und Wasser oder alle anderen Flüssigkeiten transportieren. Aber auch, und das ist besonders interessant, da gehe ich dann nochmal speziell ein, Erdöl, Erdölerzeugnisse oder Erdgas. Ganz besonders interessant eben für die Produzenten von diesen Erdöl und Erdgas. So, dann nutzt man natürlich im Skyway-System auch die Schifffahrtindustrie. Die Idee ist die, dass man den Hafen nämlich nicht mehr am Strand hat, sondern die Bahnen hinaus fahren lässt ins offene Meer, natürlich nur bis zu einer gewissen Distanz, und dort die Beladung bzw. Entladung in die Schienenfahrzeuge erfolgt und der Strand soll wieder den Menschen zurückgegeben werden. Ist ja schon wichtig, weil in vielen Gebieten wird ja der Platz immer enger, der Mensch wird mehr, wir brauchen mehr Platz und dann kann das natürlich eine wichtige Rolle spielen. Mal ganz abgesehen von, ich sage jetzt mal, von den Abfällen, die durch die Schiffe entstehen, die wir nicht unbedingt im Hafen wollen und die auch das Meer ja nicht gerade verbessern. So, also das auch ein wichtiger Faktor bei Skyway. Und ich habe es ja schon angekündigt, auch die Erdöl- und Erdgasindustrie ist ein wichtiger Punkt und ist auch schon interessiert, das weiß ich, von einer Dame, die ich kennenlernen durfte mal und die in dieser Branche arbeitet. Warum? Erstens mal die Reduzierung der Pipeline-Baukosten um 35 bis 40%. Das ist ja kein Pappenstiel, wenn man den Vergleich hat. Dann ist die Pipeline natürlich erstens mal topologieabhängig. Das heißt, ich brauche das Ganze am besten immer abwärts. Wenn es nach oben gehen muss, über Berge drüber, brauche ich Pumpen, kostet wieder Geld und Energie. Was bei Skyway natürlich hier über die Schienen ganz anders ist. Da wird das Ganze in solche Kapseln hier verpackt, sage ich jetzt mal. Man kann unterscheiden, je nach Sorte, je nach Abbaugebiet. Man kann eine Bahn nach der anderen fahren lassen, man kann zwischen diesen Kapseln auch andere Möglichkeiten nutzen, nämlich andere Güter transportieren, man kann auch Personen dazwischen transportieren. Transport ist in beide Richtungen möglich, nicht wieder bei der Pipeline, das geht nur einseitig, sondern in die eine Richtung sowie auch in die andere Richtung. Man könnte das sogar so machen, dass man unten die Kapsel fahren lässt und oben fährt noch eine Hochbahn. Alles ist möglich zur gleichen Zeit. Und natürlich ist das Ganze auch temperaturunabhängig. Man kann es bei tiefstmöglichen Temperaturen, aber auch bei Schneetreiben und Dauerfrost transportieren. Und das ist natürlich ein wichtiger Faktor, weil bisher, wenn es zu kalt war, war eben vielleicht über die Pipeline ein Transport nicht möglich. So, und ja, wo liegen eben dann die Anwendungsgebiete, die uns jetzt auch interessieren? Natürlich in der Verkehrsindustrie, wie gesagt, einerseits im Transport, aber auch in der Personenbeförderung. Hier gibt es jetzt auch schon interregionalen Skyway-Verkehr. Wir haben halt jetzt interregionalen Schienenverkehr. Da ist es eben der interregionale Skyway-Verkehr. Das heißt, das sind einfach größere Distanzen zwischen großen Metropolen. Und hier kann die Bahn sich mit Höchstgeschwindigkeiten bei bis zu 500 Kilometern vorwärts bewegen. Das Ganze ist auch laut Berechnungen sehr, sehr günstig, weil es auch immer wieder gefragt wird, was soll sowas kosten? Also man sagt, von der Effizienz her, eine Strecke von München nach Berlin soll mit einer Skyway-Bahn ungefähr zwischen 15 und 20 € kosten. Also das ist ja gar nichts, wenn man bedenkt, was heute der Zug kostet. Dann Kapazitäten auch über 100 Fahrgäste. Natürlich gibt es hier verschiedene Größen. Alles schon im Programm, muss nur noch ausgeführt werden.
Dann der Verbrauch hier zum Beispiel bei einer Geschwindigkeit bei 360 Kilometer, also nicht die Höchstgeschwindigkeit, liegt der Verbrauch bei Dieselmotor zum Beispiel bei 0,7 bis 0,5 Liter bei dieser Highspeedbahn, die natürlich sehr ergonomisch ist und extrem günstig ist. Also unter einem Liter, ich kenne kein Auto, und das ist wesentlich leichter wie so eine Bahn, die sich mit diesem Verbrauch vorwärts bewegen kann. So, hier haben wir noch Beispiele dann im Regionalverkehr. Regionalverkehr kann man bis 300 Kilometer zurücklegen, auch natürlich bis über 100 Fahrgäste, 160, glaube ich, sind die größten Fahrzeuge. Aber wie gesagt, es gibt auch wesentlich kleinere, je nach Bedarf, je nach Strecke. Und hier liegt der Kraftstoffverbrauch immer gemessen an Diesel, damit man einfach einen guten Vergleich hat, bei 0,5 bis 0,7 Liter bei 200 Stundenkilometer und 100 Personenkilometer. Was heißt 100 Personenkilometer? Einfach beladen mit 100 Personen und 100 Kilometern und eine Geschwindigkeit von 200. Dann würde man diesen also weit unter einem Liter benötigen. Und dann gibt es natürlich noch den Stadtverkehr, der uns auch interessiert und für viele interessant ist, besonders bei dem Projekt Indien. Die wollen ja diese Smart Solution vor allen Dingen nutzen. Man hat hier Höchstgeschwindigkeiten bis zu 150 Stundenkilometer und vor allen Dingen eine hohe Beförderungsleistung, nämlich man kann zu Stoßzeiten also zwischen 20 und 25.000 Fahrgäste pro Stunde wegbewegen. Und das Ganze ist natürlich wesentlich billiger als die U-Bahn, nämlich um ein 20- bis 30-faches billiger. Also ich denke, die Vorteile dieser Bahn zeichnen sich hier ganz klar schon ab. Aber auch nochmal im Frachtgutverkehr kann man das ganz deutlich sehen. Die Vorteile nehme ich, wenn man uns das mal genauer anschauen. Da gibt es zwei verschiedene Systeme, das Hochtransportsystem und das Hängetransportsystem. Das Hängetransportsystem, wir sehen es hier unten im Bild, wird natürlich hauptsächlich, denke ich mal, also bei geringeren Distanzen, nämlich bei 200 Kilometern genutzt. Warum? Man hat hier eine Höchstgeschwindigkeit bei 40 Stundenkilometer und eine Tragfähigkeit bei 5 Tonnen. Ist schon auch ganz schön viel, aber im Vergleich zur Hochbahn, wie wir es hier oben sehen, natürlich wesentlich. Hier so eine Hochbahn, das könnte bis zu 10 Lkw ersetzen und die fahren mit einer Geschwindigkeit bis zu 120 Stundenkilometer, also auch hier schon schneller. Tragfähigkeit bis zu 100.000 Tonnen auf der Schiene. Das ist einzigartig. Und das, was auch besonders ist, eine Beförderungsstrecke bis zu 5000 Kilometern. Und das Ganze ist natürlich auch automatisiert, also über Computer gesteuert. Wir brauchen keine Menschen, die Pausen machen können. Also auch eine hohe Zeitersparnis. Und so können wir natürlich extrem hohe Verkehrsleistungen erreichen. Wir sehen hier oben noch ein Bild, das möchte ich noch kurz erwähnen. Hier eine Hochbahn, wie sie beladen wird, nämlich in ein paar Sekunden etliche Tonnen und das während der Fahrt. Also das ist auch einzigartig. Und hier unten haben wir nochmal, wie zum Beispiel der Gabelstapler hier, Containerware verlädt. Hier nochmal bei einem Hängemodell, wie es mit Schüttgut beladen wird. Also es gibt hier die unterschiedlichsten Möglichkeiten und alles schon im Kopf und auf Papier vorhanden. Wo liegt im Frachtgutbereich noch der Vorteil? Natürlich eben Natur, Tier und Tierarten können sich unten drunter gut bewegen. Das ist ganz besonders zum Beispiel bei größeren Distanzen wie in Australien interessant, wo ja auf der einen Seite, das werden wir noch sehen, eben die Städte liegen und auf der anderen Seite die Abbaugebiete, braucht man große Distanzen. Hier, man stört hier keine Tierwanderung. Dann ein wichtiger Faktor eben unabhängig von der Geländegestaltung, egal wie es ist, die Bahn fährt oben drüber und unabhängig auch von Wetterphänomenen wie zum Beispiel Überschwemmungen, Sturm und so weiter. Typisch hier oben, unten kann man eben das mit dem Beispiel Überschwemmung sehen und auch hier oben die Überschwemmung, die Folgen davon, hier das ganze Schienensystem wird ausgeschwemmt und dann muss man natürlich das Ganze wieder rund erneuern. Die Skywaybahn stört das überhaupt nicht. So, dann kommen wir im Einzelnen nochmal zu den Verkehrsmitteln.
Hier natürlich das eines oder zwei der kleinsten, das Unibike, das ja später auch mal das sogenannte Auto ersetzen soll oder eben zumindest streckenweise das automatisierte Auto. Dann haben wir hier noch eine Stadt- und Regionalbahn als Zwei-Schienen-Modell. Man sieht es hier, aufgehängt an zwei Schienen. Oder hier rechts zum Beispiel ein Hochgeschwindigkeitsbahn. Das ist hier zum Beispiel auf, wenn ich das so sehe, sogar könnte sogar ein Einschienenmodell sein. Also es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten, auch beim Unibike. Das gibt es als Hochbahn, als Hängebahn, werden hier sehen. Hier haben wir auch wieder verschiedene Modelle, zweigleisig oder eben hier das Unibike einmal als Hängemodell an einer Schiene. Es wird hauptsächlich einschienig sein, aber auch hier als Hochbahn. Das rechte sieht ja auch recht spannend aus, finde ich immer, so wie so ein kleines, ja, spannendes Rallye-Fahrzeug. Und dieses Glas hat auch die Besonderheit, dass es die Wärme nicht nach außen lässt, wenn es draußen kalt ist, beziehungsweise die Wärme nicht nach innen, wenn es außen sehr heiß ist und innen kühl bleiben soll. So ein Unibike soll auch wirklich extremst, ja, computerausgestattet sein. Das heißt, wir müssen uns vorstellen, wir hatten früher ein Handy, mit dem konnten wir telefonieren, vielleicht eine SMS schreiben und dann war es das schon. Heute haben wir ein Smartphone, das heißt, es ist nichts anderes wie ein kleiner Computer. Und dieses Fahrzeug, sage ich jetzt mal, jetzt haben wir das Auto, das vielleicht schon richtig, so ein bisschen Richtung Smartphone geht, aber das hier wird das Smartphone sein. Warum? Man wird hier die Möglichkeit haben, erstmal Fitnessprogramme einzubauen, Fitnesscenter kann man einbauen, man kann das ganze Computer steuern, ich will dort und dorthin, dann wird man abgeholt von dem Schienensystem, das mich vorwärts bewegt, man kann dort sogar Scanner einbauen lassen, die Körperscannen machen und das an die nächste Klinik oder an den nächsten Arzt scannt, Blutdruck und so weiter, ob ich gesund bin, all das wird hier möglich sein. Und ich frage mich, ob man dann überhaupt noch einen Führerschein braucht. Wahrscheinlich nicht mehr, weil wenn man den Computer, ich sage jetzt mal, steuern kann oder bedienen kann, dann braucht man ja eigentlich nichts selbst machen. Und da sehe ich dann den Riesenvorteil auch ganz besonders, wenn man vielleicht nicht mehr fahrtüchtig ist oder noch nicht fahrtüchtig ist, sodass man vielleicht schon in jüngeren Jahren solche Fahrzeuge nutzen kann. Also, und von diesen Unibikes, wem es interessiert, haben die sich als Ziel gesetzt, 1 Million im Jahr soll hier gebaut werden. Wir haben uns zwar gefragt, wie sie das hinkriegen, aber es soll ja auch nicht dieses Jahr sein. Aber es ist auf alle Fälle hochinteressant. Hier haben wir noch, wie es draußen aussehen könnte, die Highspeedbahn zum Beispiel hier, aber auch hier unten nochmal gleichzeitig, man sieht hier, die Bahnen fahren oben und unten gleichzeitig. Sowas gab es tatsächlich bisher auch noch nicht. Und so kann man natürlich vielseitig das nutzen. Hier haben wir Bahnhofslösungen. Was man hier auf den ersten Blick nicht erkennen kann, das sind natürlich auch immer hier die Kurvenelemente integriert. Hier hinten geht es weiter. Und hier kann man natürlich zusteigen. Hier eine andere Bahnhofslösung, ein Umlenkbahnhof im Städtehängetransportsystem. Dann haben wir hier einen typischen Turm oder eine, ja, ich sage jetzt eine Bahnhofslösung, denke ich mal, in der Stadt. Türme, warum? Weil wir müssen ja die Richtungen wechseln. Ich habe ja gesagt, es gibt keine Kreuzungen. Wir brauchen Kurvenelemente, wenn wir in eine andere Richtung wollen. Das findet immer in solchen Türmen statt. Und dann kann man auch in verschiedene Richtungen dann mal oben hier mit dem Aufzug hoch, dann umsteigen in die andere Richtung oder das fährt vielleicht jetzt so rüber und die andere wird vielleicht hier so rüberfahren. Das kann man hier nicht so deutlich sehen, aber die Türme sind im Prinzip die Umschlagplätze. Dort wird sich das Leben in Zukunft abspielen. Hier noch eine Möglichkeit, wie es zum Beispiel über eine Autobahn drüber geht oder ich könnte mir auch gut vorstellen bei einem Flughafen. Also man sieht schon, auch diese Lösungen sind schon da. Und das wird die sogenannte lineare Skyway-Stadt sein, nach den Vorstellungen von Unitsky. Dieses Bild zeigt das, wie man sich das vielleicht mal in unserer Zukunft vorstellen kann. Sehr futuristisch, vielleicht im Moment nicht vorstellbar,
Aber wir konnten uns früher auch nicht vorstellen, dass eine U-Bahn fährt. Heute ist sie selbstverständlich. Und was heißt das? Diese Türme hier, das werden natürlich die Umschlagplätze sein, wie eben schon gezeigt. Hier oben haben wir das Schienensystem. Die werden natürlich auch in allen Richtungen hier sich vorwärts bewegen. Und hier unten werden die Menschen leben. Sie werden wieder ihre Gärten haben und nicht zugepflastert mit Teerstraßen, sondern das Ganze wird sich eben hier abspielen und über diese Türme abgewickelt werden. So soll die sogenannte lineare Stadt später mal aussehen. Und nun kommen wir zu diesem Projekt, das wir im Moment, wenn wir möchten, über Crowdfunding mit unterstützen dürfen oder können. Den sogenannten Öko-Technopark. Der Öko-Technopark steht in Mariana Gorka, wenn ich es falsch sage, okay, oder Marina Gorka. Das ist in der Nähe von Minsk. Und ja, dieser Park hat einen wichtigen Zweck. Und zwar dient er der Präsentation, aber auch dem Zertifizierungsprozess. Wir wissen ja, Präsentation, wenn es was Neues gibt, wir wollen uns das ja ansehen. Ich kaufe ja auch kein Auto, ohne dass ich es Probe fahre oder dass ich es angesehen habe und kenne. Und so ist es natürlich auch mit diesem Schienensystem. Wir haben hier hinten, ah, je, dieser Pfeil ärgert mich immer wieder. Wir haben hier hinten die sogenannte Frachttrasse. Hier in diesem Bereich wird dann, wenn es fertig ist, die Be- und Entladung demonstriert. Hier in der Mitte, das ist das, was aktuell teilstückmäßig schon fertig ist. Aktuell baut man hier an diesen Kurvenelementen. Die müssen ja auch gezeigt werden. Und hier haben wir zum Beispiel ein Beispiel, wie ein Hängebrückensystem aussieht. Und hier haben wir die Highspeed-Strecke, die wird bis zu 16 Kilometer lang sein, ursprünglich geplant bis zu 30 Kilometer. Man konnte das Ganze verkürzen auf 16 Kilometer, aufgrund dessen, dass man eben die Gravitation ausnutzt, das heißt die Gravitationsmotorbremse. Und somit spart man natürlich erheblich an Kosten. Der Park war ursprünglich viel höher definiert worden und konnte eben einiges einsparen, allein wegen dieser Highspeed-Strecke, die eben nur 16 Kilometer braucht statt 30. Und wenn man bedenkt, ein Kilometer zwischen 2 und 3 Millionen, dann spielt das natürlich schon eine Rolle. Und aktuell ist natürlich das Zentrum hier das Wichtigste. Wie gesagt, das wird hier gebaut. Hier ist das Unibike jetzt auch gefahren am 29. November. Und hier werden ja auch in diesen, das glaube ich, findet hier statt immer, die Präsentationen oder die Gäste, die da sind oder die sich hier das ansehen, die dürfen hier sich das Ganze ansehen, führen hier die Gespräche, die ganzen Interviews finden hier drinnen statt. Dieser Park, wir schauen uns das Ganze gleich nochmal von oben kurz an, so soll es mal aussehen, wenn es fertig ist, alles schön mit Grün und das Ganze ist noch umgeben. Möchte ich auch mal kurz hier erwähnen, von einem ganz besonderen Zaun. Und auf diesem Zaun, da fährt dann auch, ja, ich sage jetzt mal, die kleine Bahn, der Unibus und oder mehrere Unibusse in Miniaturausführung und die integriert haben dort eine Kamera und die verhindern, dass hier irgendjemand Sachen treibt, die man vielleicht nicht so tun sollte, nämlich irgend seine zerstörerische Wut auslässt oder eben hier etwas zerstört. Das kostet ja sehr viel Geld. Und wir wissen ja, es gibt immer Menschen, die ja vielleicht dem einen oder anderen nicht so wohlgesinnt sind, vor allen Dingen, wenn es was Gutes ist. So, und hier sieht man auch ganz deutlich nochmal hier diese Hängebrückenmöglichkeit, die man natürlich hier auch demonstriert. Und hier hinten wird eben das Beladezentrum sein. Die Strecke hier ist man natürlich auch schon am Aufstellen und aktuell, wie gesagt, diese Kurvenelemente. Dieser Park wurde beziffert mit 240 Millionen US-Dollar, soll er kosten, laut Finanzierungsplan. Die Projektumsetzung begann 2015 im Herbst, ich glaube im September, mit
den Vorarbeiten eben mit der dem Grundsteinlegung im Oktober. Das sehen wir dann noch, diesen Grundstein, und soll bis 2018 beendet sein. Finanziert wird er hauptsächlich eben über Privatinvestoren, welche die einen größeren Anteil schon haben, nämlich 15% davon, und die anderen 15%, da dürfen wir uns als Privatinvestoren mit einbringen. Die ganze Technologie hat einen sogenannten Immaterialgutwert, geschätzt durch externe Experten, nämlich von 400 Milliarden US-Dollar. Wenn Sie sich fragen, was das ist nichts anderes. Wenn die Skyway-Bahn weltweit ausgebaut wird, schätzt man, dass es mindestens 400 Milliarden US-Dollar wert haben wird. Das ist das Interessante dran. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, wenn wir das Projekt unterstützen wollen, uns hier finanziell mit einzubringen. Und aktuell ist es so, dass man einen durchschnittlichen Diskont hat. Ich sage jetzt mal, damals war es noch 1 zu 200, jetzt sind wir bei 1 zu 100 bis 1 zu 200, je nach Wertigkeit. Aber das kann man eben die einzelne Person besprechen, die der Ansprechpartner hierfür ist. Wie gesagt, dieser Park ist aktuell in aller Munde, weil dort aktuell eben auch Zertifizierung schon stattfindet und auch schon die ersten Fahrten vom Unibike. Hier sehen wir ihn, den 0-Kilometer-Stein, der am 17.10.2015 gelegt wird. Außen herum findet sich gepflastert, man sieht hier dieses Pflaster Weißrussland, und Junitzki sagt, von hier geht die Bahn in die Welt hinaus. Rechts im Bild sehen wir, ich habe jetzt mittlerweile die genauen Informationen, Junitzki vergräbt hier drei Dosen, und zwar nicht, wie ich sagte, 50, sondern 5, 10 und 15 Jahre. Und jeweils in jeder Dose liegt ein Zettel drinnen, was er glaubt, dass er bis in 5 Jahren erreicht hat, was er bis in 10 Jahren erreicht hat und was er in 15 Jahren erreicht hat. Und das wird dann ausgegraben und dann wird geprüft, ob er sein Ziel erreicht hat. Spannend wird das sicherlich werden. Aber so wie ich die kenne, werden die ihr Ziel weitgehend sicher erreichen. So, nun kommen wir zu den Entwicklungsetappen der Skyway-Technologie. Ich habe ja erwähnt, das Ganze ist jetzt in der Entwicklung. Und zwar hat man 1977, 78 hatte angefangen mit der Entwicklung der Technologie, Junitzki selbst. Und dann hat er 2014, besser gesagt, seine Frau, wurde eine Firma gegründet, nämlich um Gelder zu sammeln auf Crowdfunding-Basis, weil niemand bereit war, seine Vision zu unterstützen. Er hätte es vielleicht verkaufen können, das wollte er aber nicht, weil seine Vision ist, die Erde den Menschen zurückzugeben und nicht nur wirtschaftlichen Nutzen daraus zu gewinnen. Und so hat er es nicht hergegeben und hat sich entschlossen, mit seinen Leuten über Crowdfunding die nächsten Schritte zu finanzieren. Und zwar 2014 dann die Designs, wie ich erwähnte, ist ja alles schon da. Dann 2015 startete man dann eben im September mit dem Öko-Techno-Park, der jetzt eben schon Richtung Fertigstellung mit den wichtigsten Faktoren geht. Wir befinden uns aktuell, nämlich im Jahr 2016, gestartet im November mit der Demonstration, eben mit dem Unibike auf der leeren Schiene. Hat man auch vielleicht das eine oder andere Geräusch gehört, weil das Befüllen der Schiene, das gehört schon zum Zertifizierungsprozess dazu. Weil man muss ja da ausprobieren, wie funktioniert es, kann man das, was man auf Papier hat, auch wirklich so umsetzen oder muss man etwas verbessern, was sicherlich der Fall ist und was man auch schon berechnet hat, zum Beispiel beim Unibike. Das Ganze wird angepasst und dieser Zertifizierungsprozess ist voll im Laufen, soll im Bereich vom Unibike bis im Frühjahr schon abgeschlossen sein und die Frachtstrecke wird auch dann begonnen. Und zum Thema Zertifizierung, da sind wir ja auch schon in Australien dabei. Auch da wird das Cargo-System auch schon zertifiziert, meines Wissens im Herbst diesen Jahres. Weil zum Thema Zertifizierung, natürlich hat jedes Land andere Bedingungen und zertifiziert
das habe ich jetzt auch erfahren, nach der sogenannten ISO 9001. Das ist ein internationaler Standard. Und nach diesem Standard wird zertifiziert, aber natürlich muss es in jedem Land, wo gebaut werden soll, nochmal im Einzelnen zertifiziert werden, weil jedes Land hat andere Bedingungen. Und wir befinden uns jetzt im Jahr 2017, nämlich im Jahr der Markteinführung. Das heißt, an den einzelnen Orten wird der Bau beginnen. Und das Ganze, für diejenigen, die es interessiert oder noch nicht wissen, es gibt 15 Phasen in diesem Bereich. Wir befinden uns derzeit noch in der Phase 8. Ich werde im Workshop anschließend noch etwas genauer zu diesem Thema kurz eingehen. Jetzt komme ich nochmal zur Vermarktung. Hier ein paar Beispiele, was sich in der Presse abspielt. Aber wie gesagt, das müsste man eigentlich ständig updaten, weil ja mittlerweile auch in Russland sich sehr, sehr viel abspielt. Der Start der Vermarktung war tatsächlich bedingt durch Rod Hook. Rod Hook, der ehemalige australische Verkehrsminister, aber auch Transportunternehmer, der über LinkedIn von einer Investorin angesprochen wurde oder ich sag's mal, ein halbes Jahr lang bearbeitet wurde mit dieser Technologie, bis er endlich dann im Jahr 2015 im Herbst zu Unitski reiste und sich dort voller Begeisterung auf die Rückreise begab und natürlich sofort mit einer Gruppe die Skyway Australien gründete und auch jetzt hier die Anfänge des Baus gestaltet in Australien. Hier aktuell, das begann letztes Jahr, ich glaube im Mai, hat man sich dann entschlossen, in dieses Projekt Universität Flinders zu gestalten, nämlich mit einer Unibike-Strecke, ganz kurz hier. Weil man hat hier die Herausforderung, man muss hier auf 50 Meter Höhe rauf, soll hier eine Unibike-Strecke drüber, weil hier scheitern alle weiteren Transportwege an diesem Berg. Aber Skyway macht vieles möglich. Das Ganze wird jetzt ausgebremst, sonst wären die schon lang am Bauen, weil man hier noch die Genehmigungen braucht für ein Parkhaus und Geschäftshaus für die Studenten, das eben 30 Meter hoch wird. Hier haben wir mittig eben die Universität. Dieses Projekt war der Startschuss in die Verwirklichung von Skyway. Für Australien spielt aber hier noch eine ganz andere Sache eine sehr große Rolle. Ich habe es schon kurz angeschnitten. Die planen hier noch eine Bahn, nämlich eine Highspeed-Bahn parallel zu der bisherigen Strecke, nämlich von, das mag mein Pfeil mich absolut nicht, hier von Melbourne nach Sydney. Aber was auch ganz besonders interessant ist, noch viel interessanter im Moment für das Cargo-System, weil man hat hier in diesem Bereich, hat man die ganzen Minen, Erzbergwerke und so weiter. Und die sind ja sehr reich an solchen Bergwerken. Aber die Verarbeitung findet hier in diesem besiedelten Gebiet statt. Man sieht hier schon die Hauptstädte, aber hier ist nichts. Und natürlich muss hier die Fracht hierüber gebracht werden aus den einzelnen Gebieten. Und da eignet sich natürlich aufgrund der großen Distanzen ganz besonders gut die Skyway-Bahn. Bisher musste man Folgendes nutzen, nämlich das, was wir hier oben links im Bild sehen, wenn mein Pfeil mich nicht ständig ärgern würde, mit solchen LKWs, was natürlich, wenn die Straßen ausgeschwemmt sind, überschwemmt sind, große Probleme bereitet. Skyway wird das keine Probleme bereiten, von den Kosten des Baus im Vergleich zu Straßenbau jetzt mal abgesehen. Und was auch wichtig ist, warum fängt man mit dem Cargo-System an? Die haben noch mehrere Projekte, weil natürlich das Cargo-System zu zertifizieren einfacher ist wie die Personenbeförderung. Selbst in Australien, wo die Vorschriften, denke ich mal, nicht ganz so krass sind wie bei uns in Deutschland. So, dann ging das Ganze natürlich los letztes Jahr mit der InnoTrans in Berlin, wo man die Skyway-Bahn das erste Mal in seiner Pracht über die Prototypen vorgestellt hat. Heute mag es mich aber wirklich nicht. Hier mit dem 14 Personen
Unibus und dem Unibike. Wir sehen hier auch im Bild dann schön diesen besonderen Sitz, der sehr ergonomisch ist, und nochmal das Rad. Das war der Startschuss für weitere Messen. Aber zuerst nochmal hier die interessanten Interviews für diejenigen, die sagen, sind Sie skeptisch, ja oder nein? Hier ein amerikanischer Finanzexperte, Chris Principe. Er ist ganz angetan und er spricht sogar von The Next Internet im Finanzbereich. Er hat in seiner neuen Zeitschrift, nämlich der FinFuture, die er letztes Jahr erstmals herausgebracht hat, einen mehrseitigen Bericht gebracht über diese Technologie. Das sagt er jetzt auch im Interview, findet man in YouTube. Und diese Zeitschrift hat er dann auch in Genf an 3000 Banker kostenlos verteilt. Dann haben wir rechts im Bild eine irische Delegation, die auch ein Projekt bauen wollen in Irland zu einem Touristikcenter auf einem Berg hoch. Die Folge davon war aufgrund der großen Resonanz bei der InnoTrans eine Einladung zu einer Ausstellung in Minsk. Interessanterweise, wie immer, im eigenen Land zählt man am wenigsten. Erst durch den großen Erfolg erfolgte die Einladung in Minsk zur Transport und Logistik in Minsk, dann eben zur Energy Expo in Minsk. Hier rechts im Bild, wo mein Pfeil sich darum bewegt, ist der japanische Botschafter, der jetzt auch im Januar, glaube ich, auf einer Messe in Moskau ist und zeitgleich natürlich diesen Termin nutzt, um den Öko-Techno-Park zu besuchen. Zumindest hat man mir das so gesagt. Dann haben wir zeitgleich, alles spielt sich fast in der gleichen Zeit um, eine Messe gehabt in Melbourne. Dort hat auch Rothoog natürlich SkyWay vertreten, das Umweltforum in Rom, wo SkyWay vertreten war, auch hier der ja, italienische Umweltminister ganz begeistert und will sich einsetzen. Dann folgte nach der Jungfernfahrt oder der Einweihung von Unibike im Ökotechnopark am 29. die Messe Transport of Russia, und zwar am 30.11. bis 2.12. auch mit interessanten Gästen, zahlreiche Vertreter der Medien, der Gouverneur von Ulyanovsk, Sergei Moratsov, der ja aktuell immer mehr eine Rolle spielt, weil die wollen ja dort auch einiges bauen. Und der Verkehrsminister der Russischen Föderation, Sokolow. Und ja, dann der Leiter der Eisenbahn-Bundesverkehrsbehörde, Mitsuk. Ich gehe jetzt nicht beim Einzelnen so drauf ein, weil das kann man sich gerne im Jahresrückblick dann noch genauer ansehen. Und hier haben wir es noch einmal, das Thema, wo wir alle ganz spannend drauf gewartet haben letztes Jahr. Die erste Fahrt des Unibikes, wird es denn funktionieren? Ja, mit ganz interessanten Gästen. Eben, da komme ich gleich noch dazu. Diese erste Fahrt fand statt bei 60 Stundenkilometern auf der leeren Schiene. Warum? Wie gesagt, die Schiene muss erst befüllt werden und das ist Teil des Zertifizierungsprozesses. So, und diese Ländervertreter waren dabei, sie waren Zeuge dieser ersten Fahrt, nämlich Vereinigte Staaten aus dem Bundesstaat Houston, Kanada, Israel war vertreten, Russland, klar, die haben auch schon Verträge unterschrieben und natürlich Australien, die kamen gleich an und sagten so, Leute, wir haben eine Firma gegründet, jetzt wollen wir loslegen und da wird auch jetzt im Januar Junitzki hinreisen und wird dort eben die ersten Unterstützungen geben, damit die ihre Ziele verwirklichen dürfen. So, hier haben wir nochmal eben den Medvedev. Der Medvedev spielte eine ganz wichtige Rolle auch für die Zulassung. Er war im Ökotechnopark auch Anfang Dezember und wie gesagt, er war maßgeblich eben an diesem Schreiben, das am 25. März dann offiziell die Anerkennung zur Folge hatte. So, dann folgten weitere Besuche, links unten Indien eben, die sich besonders an der Smart Solution, für die Smart Solution in Indien interessieren und hier in den nächsten 15 Jahren 1,1 Milliarde investieren möchten.
Dann natürlich Vertreter aus der Schweiz, Vertreter aus einigen türkischen Städten, wobei ich jetzt mittlerweile gehört habe, auch die Regierung von der Türkei ist da jetzt schon stark mit involviert. Dann Vertreter der Akademie der Wissenschaften. Da gibt es teils, die wollen ja zusammenarbeiten mit UNIZKY auf dem wissenschaftlichen Bereich, eben vor allen Dingen diese Transportwissenschaften, aber auch die Umweltwissenschaft ist schon mit involviert. Und natürlich hier noch russische Vertreter, die auch hier noch vor Ort waren. Ich gehe jetzt nicht mehr so im Einzelnen drauf ein. Dann zeitgleich fanden auch die Fahrtests statt, die ja sehr wichtig sind. Man muss ja sehen, wie sieht es aus in Bezug auf Beschleunigung, Nutzlast und so weiter, automatisierte Sicherheitssysteme. Funktioniert das Ganze? Ja, nein. Und das gehört alles eben zum Zertifizierungsprozess dazu. Und das Ganze läuft absolut planmäßig ab und soll, wie gesagt, bis im Frühjahr 19, also dieses Jahres abgeschlossen sein im Bereich Unibike. Hier haben wir die Herren, die eine wichtige Rolle spielen. Hier die Delegationen bei den Besprechungen mit eben der GTI, der Global Transport Corporation. Also das ist das Konstruktionsbüro praktisch. Hier erklärt Ihnen UNIZKY alles und die werden eben die Zertifizierung durchführen. So, und das wäre jetzt so das Wichtigste. Und jetzt komme ich noch zu den aktuellen News dieser Woche. Momentan gibt es nicht so sehr viel. Ist ja auch verständlich. Ich meine, wir können ja nicht jede Woche extrem viel berichten. Aber wir haben es hier mit den führenden Experten des Unternehmens MBM und der Engineering-Gesellschaft Auricon zu tun. Die waren ja schon zu Gast im Ökopark und die führten ja dort schon einige Analysen durch, eben haben dort Informationen gesammelt. Und ja, was machen sie? Sie führen praktisch eine komplexe Auswertung der Technologie vor und erstellten daraus einen Bericht, um das Ganze bei den staatlichen Behörden in Australien eben einzureichen. Und maßgeblich hierfür waren vor allem der Blick auf die finanzwirtschaftlichen Faktoren und die technischen und die Betriebsparameter. Und als Grundlage dienten hier eben die von Spezialisten aus Minsk vorgelegten technischen Dokumentationen und zahlreiche Beratungen mit den Ingenieuren des Projektierungsbüros aus den verschiedensten Fachrichtungen sowie eine unmittelbare Überprüfung der Produktionsprozesse. Und das Ganze wurde bestätigt, also es wurde bestätigt, dass das Ganze eine hohe Effektivität hat bei allen wichtigen Werten und das ist wichtig eben als Grundlage für die Arbeiten mit den nationalen Zulassungsbehörden in Australien. Also wir sehen hier das Ganze hochinteressant und wie gesagt die Zertifizierung nach der ISO 9001, wie sich hier etwas auskennt. Ich habe hier noch ein Interview dazu. Das ist auf Englisch, aber mit deutschen Untertiteln. Our spectators, viewers that do not know you, please introduce yourself briefly. I'm Jubal Spork. I'm a director and chair of the board of MBM. We're construction cost planners and managers, so have a very broad experience in infrastructure development and particularly rail and road. You are here in Belarus, or where? Just explain where you find yourself. Well, I'm in Belarus. It's my first time in this part of the world. Quite interesting actually. My expectations of Belarus were very different to what I've seen, which is actually a reasonably well developed economy and obviously a growing economy. It's very impressive to see. The climate is quite different from what you are used to back in Australia. Yes, we've come out of 32 degrees of Celsius of heat to the -2, but
the cold's refreshing. Yeah. Thank you. And you are here with the aim of? Well, I'm here to look at the economic benefits of the system. So my background is analysing costs, both construction costs and operational costs. So I'm here to sit down with the team from Skyway to look at their costs and how they've developed them, as and also their operational costs. Because one of the great benefits of this system is it's substantially cheaper to construct than a normal light rail or heavy rail system. And if we're here to verify that, and if we can verify that, it will show that there's a big future for this in all countries through the world, in both public transport and freight transport. Yeah. Has your experience here been positive? In other words, do you see a potential for the Skyway technology in your country? Yes, it's very impressive. You know, obviously we're new to the system, so there's a lot of questions to be had. But every time we ask a question, we're getting very good solutions and answers back. So it's looking very positive, I think. And there is, particularly in freight, but also urban transport, a lot of opportunity for this type of system in Australia. Yeah. Thank you very much. Your opinion is very available to us. Zu spät gesehen, das mit dem Mikro. Da kam wahrscheinlich dann ein Widerhall, na klar. Gut, also ich habe das Video heute mal ganz bewusst mit eingebaut, weil man sich ja oft sonst nicht die Zeit nimmt. Und ich habe auch dazu gelesen, das ist auch für diese Firma eine große Herausforderung, weil damit hatten sie es natürlich noch nicht zu tun. Man hat da scheinbar tatsächlich langfristig bis zu 40.000 Kilometer Strecke geplant und das ist natürlich keine Kleinigkeit. Und deshalb habe ich mir heute gedacht, ich nehme dieses Video heute mal mit rein. Ich bin jetzt dann mit meinen Ausführungen soweit am Ende angelangt. Jetzt meine Frage. Sie dürfen jetzt hier, wenn Sie möchten, noch die eine oder andere Frage stellen. Ich werde sie jetzt nicht offenkundig darstellen, sondern eben, wenn, dann vorlesen.